Hallo und willkommen bei Mimi 1969 auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir heute einen Katzenkopf miteinander aus Knetbeton herstellen. Das kann man als Blumensticker machen oder einfach so ins Beet zu stellen. So, dafür habe ich diese kleine Styroporkugel. Einen Knetbeton habe ich mir schon angefertigt. Und jetzt formen wir das einfach um diese Kugel rum. Wir machen das wieder nicht zu dünn, nicht dass uns das dann abplatzt. Unten brauchen wir es nicht ganz schließen, dann können wir unsere Stange da besser hineinstecken. Es lässt sich aber auch im getrockneten Zustand ja, mit dem Akkuschrauber gut ein Loch durchbohren, wenn man die Umdrehung nicht auf volle Pulle macht, sondern darin vorsichtiger mit ist, dann funktioniert es auch wunderbar. Ich kugel das jetzt ein wenig so wie einen Kloß. So. Ein Teil meines Katzenkopfes. Wichtig ist natürlich, dass die Katze Ohren bekommt. Die Größe, wie ihr das macht, ist euch auch selber überlassen. So. Wir machen auch die Ohren wieder nicht zu dünn. Ihr wisst ja, zwecks des Brechens. Wenn das dann ein bisschen angezogen hat, dann kann man das noch ein wenig besser hinmodellieren, dass die spitzeren und innen diese Welten drin haben. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Ohren. Die Katze, die braucht natürlich auch Augen. Da machen wir zwei gleich große Kugeln. Das ist eigentlich eine fixe Sache. Und wenn man das dann öfters einmal gemacht hat, dann hat man auch die Sauerei nicht mehr so, weil man sich dann besser zu helfen weiß. Also so ganz gleichmäßig ist sie, dann nehme ich noch irgendwas weg. So. Setze das Augenpaar so zusammen. Und das sind, glaube ich, habe ich große Augen. Ich mache mal ein kleiner. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Soll ja kein Frosch werden, soll ja Katze werden. So. Und setzen wir das Augenpaar nebeneinander. Dann nehme ich hier meine Spitze, mache die auch ein bisschen nass und dann machen wir die Pupillen. Seht ihr das? Die Pupillen. Jetzt kann man die Katze natürlich ein bisschen schielen lassen, dann schaut das Ganze lustiger aus, wenn man die wegen ungleichmäßig ansetzt. So, das auch schaut ein wenig nach unten. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist wunderbar. Das braucht es natürlich. So eine Art Augenlid.
So, dann brauchen wir Wangen. Katze braucht ja Wangen. Dafür nehmen wir wieder zwei so Kreise, die ungefähr gleich groß sein sollten. Wir stehen, dass alles noch schön feucht ist, brauchen wir nichts mit Wasser anwinseln. Und Schläge brauchen wir auch nicht. So. Setzen wir jetzt da vorne drauf. Rücken das leicht an. Machen wir unsere Schnürhaar rein. Ihr hört, bei uns wird schwer gearbeitet in der Nachbarschaft. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Jetzt braucht das Kätzlein natürlich auch eine Nase. Die Nase, die machen wir ein wenig so im Dreieck. Die ungefähr so. Ein wenig kleiner. So. Soll ja kein Nasenbär werden, sondern ein Katzen. Und dann Näschen drücken wir jetzt auch auf ihn an. Zeichnung. Da ist wieder Wasser reingelaufen in sein Auge. Machen wir den auf. So. Das ist der Bauch, den wir uns zeichnen. Und ein Grinsegesicht. Und ich würde sagen, jetzt kriegt sie auch noch eine kleine Zunge. Weil ich finde, es schaut sehr witzig aus, wenn die Zunge raussteckt. Die kann man dann auch so schön rosa-rot anmalen. Das ist die Zunge von unserer Katze. Die Katze braucht auch noch Füße. Für die Füße nehmen wir jetzt auch zwei gleich große, runde, ovalförmige Stücke.
Knie das jetzt nochmal schön. Schau jetzt, dass ich da ungefähr gleich große Füße herkriege. Kriege ich mir das da einfach hin und da setze ich jetzt meine Katze drauf. Sind jetzt die Pfoten von unserer Minzekatze und da machen wir jetzt einfach die Krallen rein. Ich mache das wieder nass. Eins, zwei, drei. Man kann es fast so schön modellieren wie Ton, aber nur fast. Hat natürlich den Vorteil, es trocknet innerhalb 24 Stunden von ganz alleine aus, fast am Grillofen nichts. Kann es mit Acrylfarbe, Lackfarbe bemalen. So, schauen wir mal, ob wir was vergessen haben. Ich glaube nicht. Wenn es einen die Struktur noch nicht gefällt, dass man das glatt haben möchte. Wie gesagt, dann nimmt man den Winsel, macht den feucht, wartet, bis das wegen angetrocknet ist, dass er nicht davon schwimmt und tut es ganz einfach wegen verbessern. Ich mache jetzt hier wegen so die Haare rein noch. Und einen Schwanz bekommt unsere Katze auch. Das ist unser kleiner Garfield. Er kriegt jetzt noch einen Schwanz. Eine kleine Katze ist, brauchen wir auch nicht so einen großen Schwanz. Vorteil. Sagt, wenn es dann zu trocken ist, einfach die Finger noch einmal ins Wasser tauchen. Und dann wird der Beton wieder geschmeidiger, weicher, lockerer und lässt sich dann schöner formen. So. Das sitzt schön. So, Katze hat noch ihren Schwanz bekommen. Wer natürlich möchte, kann da noch Fantasie-Muster reinmachen. Man kann Kreise reinmachen, man kann Schmetterlinge reinstechen mit so kleinen Vandal. Ausstechformen, wie man möchte, oder man lässt es dann ganz einfach so. Ich lasse die jetzt so, mir gefällt die ganz gut. Und wenn sie dann in 24 Stunden getrocknet ist, dann werde ich sie bemalen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und mich abonniert. Wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss.